So, einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, ach, wann auch immer du dieses Video schaust. Und ja, es ist wieder soweit. Worum geht's denn sonntags hier immer? Genau, wir schauen mal und machen die Botschaft vom Wunschpartner. Na, wir schauen in die Energien rein. Was umgibt ihn denn aktuell so in Bezug auf dich? Was beschäftigt ihn? Was ist gerade sein Thema? Na, was geht ihm im Kopf herum? Ist er bei dir? Ist er in der Sehnsucht? Ist er am Nachdenken, was wohl getan wurde? Ja, vermisst er dich vielleicht? Denkt er an den nächsten Barbesuch? Ja, das werden wir jetzt mal schauen. Was umgibt ihn gerade heute? Und Sonntag, genau, immer ja, die Botschaft vom Wunschpartner und natürlich im Mitgliederbereich nachher noch gibt es dann das große Deck für die kommende Woche. Na, da machen wir wieder auch große Verlose-Party. Dann wird wieder in meine Müsli-Schüssel gegriffen. Und da verlose ich, was mir gerade so einfällt. Readings, Angel-Readings, Tassen, Kartendecks, Kartenständer, ja, Artikel aus meinem Shop. Also was mir da immer gerade so in den Kopf schießt, wird da verlost. Weil ja, alles, was ich von den Mitgliedereinnahmen bekomme, das gebe ich mal mindestens im Monat wieder aus für Geschenke an euch. Wenn ihr sagt, ja, ich gehe da in den Mitgliederbereich, ist auch die Chance ganz gut, dass du da etwas gewinnst. So, ja, dann würde ich sagen, wir schauen auch schon rein, wir fangen auch schon an, bevor es losgeht. Es ist jetzt Ende November. Ich habe letztes Jahr Mitte Dezember diese berühmte Jahreslegung von mir in einem WhatsApp-Broadcast angeboten. Und ja, die Anfragen waren so gewaltig dann nach dieser berühmten Jahreslegung von mir, dass das bis Mitte Januar gedauert hat, bis dann jeder seine Jahreslegung bekommen hat, weil auch dafür nehme ich mir halt auch sehr viel Zeit. Das heißt, wenn du jetzt schon weißt, okay, ich würde gerne mal meine Energien wissen für 2024, was kommt denn da auf mich zu, was darf ich nutzen, was wäre ein guter Weg für mich in der Liebe, finanziell, beruflich, was auch immer ich da so ein bisschen sehe für dich ganz persönlich, dann melde dich lieber jetzt schon mal vorher an, weil irgendwann muss ich dann auch sagen, ich kann keine Jahreslegung mehr machen, weil sonst geht es dann halt auch in den Februar rein, dann ist ja schon ein Zwölftel des Jahres vorbei. Von daher, wenn du Interesse hast und Lust hast, okay, ich gönne mir mal was Gutes, zu Weihnachten oder zum Ende des Jahres hin, einfach für mich ganz persönlich eine Jahreslegung. Was ist nächstes Jahr um mich herum so los? Worauf darf ich mich freuen? Dann bitte anmelden, dass ich da schon mal gleich so eine Art Überblick habe, was kommt denn da auf mich zu. Ich werde diesen WhatsApp-Broadcast trotzdem noch machen für alle die, die schon mal ein Reading hatten. Die schauen ja auch nicht immer alle Videos an. Ich kündige das jetzt auch hier nur einmal an. Und dann kannst du mal überlegen, ob du Lust drauf hast und dich bei mir melden. Na, okay, wir wollen aber schauen, die Botschaft vom Wunschpartner. Was gibt es da so Schönes zu sehen? Ich hoffe, es geht dir trotz ja, aller Themen, die man da rund um die Liebe im Kopf hat, gut, weil wir ja hier am Kanal auch immer schauen, was kannst du für dich tun, was ist gut für dich. Ich bin ja nicht nur so ein klassischer Kartenleger, zack, 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 so, 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 sondern ich bin schon mehr auch daran interessiert, dich auf einen guten Weg zu bringen, ja, und zu schauen, dass es dir gut geht, was kannst du tun, was kannst du machen, was kann dein Weg sein. Von daher, ja, wollen wir jetzt mal reinschauen. Ich habe schon zu lange geredet, wir gucken mal die Energien an und ich mache mich klein, so, klein Patrick ist in der Ecke, auf der stillen Treppe und dann machen wir es uns auch schon wieder kuschelig. So, wir wollen schauen. Wir wollen natürlich jetzt heute nur bei ihm schauen. Sonst in den anderen Videos schauen wir natürlich auch immer mal, was umgibt dich denn da zu dem jeweiligen Thema. Aber wir wollen natürlich heute nur mal Auskünfte haben. So, okay. Ich sage, wir machen mal eine Hauptaussage. Was sehen wir da aktuell? Was beschäftigt ihn überhaupt so? Dann schauen wir natürlich hier mal seine Gedankenebene an. Da die Gefühlsebene hier unten, Hinweise, Impulse, Tendenzen für die nächste Zeit. Was passiert? Was kann auf dich zukommen? Was ist gut für dich und für ihn und für euch? Na, also gut. Ich würde sagen, wir schauen mal rein. Was gibt es da so Schönes zu sehen bei diesem guten Mann? Vielleicht geht es ihm ja gar nicht so gut, wie du denkst. Oh, und das ist auch so.
Da ist jetzt der Turm gefallen. Also der Turm ist ja im Tarot so ein bisschen die Katastrophenkarte. Man sieht es ja eigentlich auch schon am Bild. Ja, das ist irgendwie auch eine Veränderung, vielleicht sogar eine plötzliche Veränderung. Da findet irgendwie ein Umbruch statt. Da findet vielleicht auch sogar ein Zusammenbruch statt. Da ist etwas, was unbedingt jetzt mal langsam sein muss. Und wenn ich diese Karte so sehe, dann kann ich dir schon sagen, okay, in seiner Energie rund um ihn herum ist gerade wirklich einiges los. Na, also man sieht es ja, hier ist ja irgendwo Sodom und Gomorra im Turm. Das heißt vielleicht auch, dass er mit sich selber sich so viel beschäftigt hat in Bezug auf euer Thema, dass er irgendwann auch in den Zustand kommt und sagt, es reicht. Ich kann nicht mehr länger grübeln, denken oder ich kann auch nicht mehr länger feststellen, dass ich einfach nicht vergessen und loslassen kann. Ich muss jetzt irgendetwas ändern. Vielleicht hat er ja auch versucht, sich sonst irgendwie abzulenken, hat auch nicht funktioniert. Also alles, was er getan und probiert hat, um irgendwie loszukommen oder sein Leben weiterzuleben, hat nicht funktioniert. Ja, also auch hier, wenn du eine spezielle Verbindung mit deinem Herzblatt spürst und fühlst, geht das ihm wahrscheinlich genauso. Weil vielleicht war das ja einer, der immer gesagt hat, ja, lasse ich das los, gebe ich es ab, mache ich Schluss, gehe ich meinen Weg weiter, hat ja bis jetzt immer sehr gut geklappt, bis jetzt. Und jetzt ist hier der Zusammenbruch da, wo ich dir sagen kann, es ist jetzt gerade ein Moment bei ihm und wenn du dieses Video siehst, wann auch immer das ist, soll es auch jetzt für dich sein. Hat nichts damit zu tun, dass heute Sonntag ist, sondern wenn du selbst und dieses Video jetzt findest, dann hat man dir das auch geschickt und dann soll dir das Video auch etwas sagen. Und wir schauen mal, ja, warum ist denn da hier der totale Zusammenbruch? Das waren drei, wir brauchen höchstens zwei. Der totale Zusammenbruch. Gefallen. Wir gucken. Aha. Ich habe es gerade schon gesagt. Ich bin ja wie immer ein super Kartenvorherseher, Hellseher. Der Sarg. Da ruht etwas, da tut sich nichts. Also er kommt also selber nicht weiter in seinem Single sein, in seinem Alleine sein, in seinem Rückzug, wo er sich vielleicht gedacht hat, ja, ich ziehe mich mal zurück, ich gehe mal meinen Weg, da geht es dann wahrscheinlich wieder besser vorwärts, wenn ihm irgendwas an dir oder an der Partnerschaft oder am Kennenlernen nicht gefallen hat, dann ist das leider heutzutage so, dass viele Menschen sagen, naja, da müsste ich mich ja irgendwie anstrengen für eine Partnerschaft, da müsste ich mich ja bemühen, um Gottes Willen, da gehe ich lieber meinen Weg weiter. Aber sein Weg führt einfach nur in den kompletten Zusammenbruch, in den Stillstand. Also da geht bei ihm ja heute hier mal gerade gar nichts außer Sodom und Gomorra. Na? Okay, wir schauen mal weiter, was wir noch so sehen. Sehe schon, also das ist ja oben da immer so ein bisschen die Hauptaussage, wenn man mal bei ihm reinspüren darf. Ich hoffe, du hast die Energie von deinem Wunschpartner auf und angenommen und bist und bleibst in der Energie, solange wie dieses Reading geht. Oh, okay. Und trotz allem Zusammenbruchs und Stillstand und da ruht etwas und geht nichts vorwärts, ja. Das hat damit zu tun, dass er wahrscheinlich eine Erkenntnis hatte. Na, der Stern, Klarheit, Fülle, Wunscherfüllung, die Erkenntnis, dass er so, wie er sich's vorgestellt hat, überhaupt nicht wirklich vorwärts kommt. Na, der Stern, das ist für mich immer so eine Aha-Karte. Ich habe was erkannt. Ich habe jetzt festgestellt, einfach abgeben, weggeben, loslassen, mein Leben weiterleben, das funktioniert ja gar nicht so. Also ich brauche hier ganz, ganz dringend den totalen Umbruch. Ich muss jetzt noch mal ganz von vorne oder ganz, ganz anders rangehen an die Geschichte, wie ich mir das so vorgestellt habe. Also interessant. Wir schauen aber jetzt natürlich auch mal rein, was ist denn in seinem Kopf los? Seine Gedanken zu dem Thema du und er. Und dann schauen wir mal, da hüpft schon gleich eine Karte raus. Ja, da sind sie. Die Acht der Stäbe, das ist eigentlich eine ganz schöne Karte. Da geht es irgendwie auch um neue Energie. Er braucht ja hier dringendst mal neue Energie, dass hier was vorwärts geht. Das heißt auch, da sieht man ja an der Karte, da sprießen so kleine Knospen, die Stäbe kommen von oben Richtung Erde, ja, dass die Stäbe brauchen, um zu wachsen. Also ich sehe schon, wenn ich in seine Gedanken reinschaue, aktuell heute, er braucht irgendwie neue Energie, einen neuen Impuls, da muss was entstehen, da darf mal was wachsen, weil
Wenn ich mir die drei Karten hier so anschaue, da geht ja mal gar nichts. Na, da ist ja tote Hose, da ist Katastrophe angesagt, da ist der totale Zusammenbruch da. Und logisch, dass dann auch sogar der kleine Denker da oben sagt, ja, ich kann mir jetzt auch schon vorstellen, dass es ganz nett wäre, wenn da mal wieder was vorwärts gehen könnte. Na, also ich sehe schon, hier ist alles auf Null. Alles gut, der große Reset, ganz unten angekommen, weil man sagt ja auch immer, Menschen wollen immer erst von selbst eine Veränderung haben, wenn sie halt irgendwann auch erstmal ganz unten angekommen sind und sie feststellen, ich komme so schon mal überhaupt nicht weiter, wie ich es dachte. Na, also das ist eigentlich eine ganz gute Energie. Ja. Soll ruhig mal alles zusammenbrechen rund um ihn. Und wir schauen mal, was wir da für Klärungskarten bekommen. So, da ist auch schon eine Karte. Ja, das wundert mich jetzt überhaupt nicht, dass die Karte fällt. Das ist das Gift. Das ist eine Karte für eine ungesunde, für eine toxische Lebenssituation. Also warum sind die Stäbe gefallen? Weil er hier schon festgestellt hat, okay. Also so wie ich mich jetzt gerade fühle, habe ich irgendwie überhaupt keine Lust, dass es weitergeht. Ich muss mal etwas tun. Und wenn ich mir überlege, dass ich etwas tun muss, komme ich ja zwangsläufig auch mal auf die Idee und sage, da wo ich herkam von dir, war es ja eigentlich besser als das, was ich jetzt habe. Ich bin jetzt in einer ungesunden, in einer toxischen Lebenssituation mit mir selbst, für mich selbst. Ich komme nicht weiter, ich habe Stillstand. Komme nicht vorwärts, alles bricht um mich herum zusammen. Ich habe das jetzt irgendwie mal festgestellt und erkannt, dass ich aus dieser toxischen Lebenssituation raus muss. Ich brauche eine neue Energie, es muss mal was vorwärts gehen. Das ist ja die Botschaft vom Wunschpartner an dich. Ja, und das ist natürlich schön, obwohl es ihm jetzt hier gerade überhaupt nicht so gut geht, kann das ja nur dein Vorteil sein, ne? Soll er mal nachdenken, da wo er ist, was er getan hat. So, das waren zwei. Wir brauchen eine Karte. So, da ist sie auch schon. Ja, wonach bedarf es einem Menschen, dem es so geht? Dem bedarf es nach Leichtigkeit. Das ist die Karte der geistigen Welt. A. B, für mich ist das auch so eine Karte für Leichtigkeit, für Unbeschwingtheit, wo man nicht so viele Sorgen hat, wo man nicht so viel Kopfkino hat oder über Dinge nachdenkt, die man gar nicht ändern kann. Ne, weil man einfach unbeschwert, unbeschwingt in Leichtigkeit durch den Tag kommt und einfach happy ist. Ne, das ist eher mit absoluter Sicherheit nicht. Ne? Also wir sehen schon in seinem Kopf, geht es darum, er möchte mal wieder meine Leichtigkeit haben, meine sieben Sinne oder sechs Sinne bei mir haben, möchte ich aus dieser ungesunden Situation raus, in der ich bin, brauche also neue Energie. Ich möchte wieder Wurzeln schlagen. Ne? Und wieder Wurzeln schlagen in der Liebe, ja, das ist natürlich auch der Neubeginn, dass man sagt, lass uns noch mal irgendwie anfangen. Da ging es auseinander, das war unschön, war vielleicht auch seine Schuld. Na, wenn er dich einfach hat sitzen lassen, bist du bereit, noch mal mit mir zu versuchen, in eine Partnerschaft zu gehen. Also ist ja mal ganz schön. Wir wollen natürlich aber auch mal schauen, was ist denn in seiner Herzebene los? Was sagt sein Herz? Worum geht es denn da so? So, da haben wir eine. Oh! Da haben wir schon wieder die Liebenden. Die Liebenden, das ist eine Karte, wo man genauer hinschauen muss, weil man sagt ja erst, oh, schau, zwei nackte Menschen, die Liebenden, na, die halten ja gleich Händchen, wie schön. Das ist aber eine Karte dafür, dass zwei Menschen zusammengehören, aber es steht ihnen irgendetwas im Weg. Irgendwas war da, dass es irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Na, die stehen da im Hintergrund, der Berg, das sind Blockaden, Schwierigkeiten. Da links schlängelt sich die Schlange für Falschheit, die Wolke ist da oben drüber, na, für Unklarheiten. Aber in seinem Herzen weiß er auf jeden Fall schon, dass ihr beide zusammengehört. Und dieser Berg, diese Wolke, diese Schlange, ja, das ist ihm halt auch alles entstanden, weil er vielleicht auch eine falsche Entscheidung getroffen hat. Na? Er hätte ja sagen können, komm, lass uns mal über Themen sprechen, die mich nerven, die mich belasten. Oder ich bin irgendwie aufgrund meiner Erfahrungen mit anderen Frauen irgendwie komisch und ich habe so das Gefühl, ich laufe bald wieder weg aus der Partnerschaft. Ich möchte dieses Mal die Sachen
Sachen anders machen, möchten mit dir das gemeinsam anschauen, was können wir tun. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, eine Partnerschaft zu retten. Und jetzt merkt er eben in seinem Herzen, okay, diese Frau, da gehöre ich hin, sie gehört auch zu mir. Irgendwie sind da noch Themen bei euch beiden, die man vielleicht auch klären sollte. Das hat er also verstanden, dass hier auf jeden Fall Klärung rein muss, dass hier irgendwelche Schwierigkeiten vorbeigehen. Also im Herzen weiß er schon, okay, ihr gehört zusammen. Im Kopf hat er schon verstanden, ah, super ungesunde, toxische Lebenssituation, in der ich da jetzt bin. Achso, das waren zwei. Die war zuerst. So, und da, ja, das Haus, das ist das innere Zuhause. Also in seinem inneren Zuhause, in seiner Gefühlswelt, in seiner Herzebene, da geht es auf jeden Fall darum, dass sein Herz sagt, hallo, ich bin auch noch da, ich hätte auch gern mal was gesagt. Ja, hör doch mir bitte mal endlich zu, statt dass du nur auf den Kopf dauernd hörst. Der hat ja sowieso schon wieder Mist gebaut. Hier ist eine Basis da, hier ist ein Fundament da in der Liebe. Ihr beide gehört zusammen. Schau mal, dass du den Berg, die Wolken, die Schlange da auf der Karte wegbekommst, weil in sich selber, tief in sich drin, spürt er schon, dass ihr zusammengehört. Ne? Weil das Haus ist auch eine Basis, das ist ein Fundament in der Liebe, auf das man aufbauen kann. So, und was haben wir da jetzt noch bekommen? Das ist das Schiff. Ja, das ist die Karte für Träume, Sehnsüchte, Ziele, das ist die Lebensreise in der Liebe. Also ich habe hier zwei sehr, sehr schöne und sehr, sehr stabile Karten, wenn es darum geht, was fühlt er denn? Er fühlt im Herzen, ihr beide gehört zusammen. Da ist die Basis da, das Fundament da. Er hat es wahrscheinlich komplett verbockt. Und das Schiff, das ist die Lebensreise in der Liebe für euch beide. Also im Herzen sehr, sehr schöne Karten. Im Kopf hat mal wieder einer festgestellt, oh, ich war ja eigentlich nur im Kopf unterwegs, hätte ich doch vielleicht mal auch auf mein Herz gehört. Was will das denn eigentlich? Dann hätte er euch eigentlich viel ersparen können, ne? Aber gut, jetzt ist er da. Der Zusammenbruch, aber wir schauen mal unten noch mal weiter. Hinweise, Impulse und Tendenzen. Was gibt es denn da so Schönes zu sehen? Na doch, dann will die. Die nehmen wir auch gleich mit und wir schauen, was kann man denn jetzt noch so sehen? Ja, oh, da ist der Narr gefallen. So, der Narr ist nicht der Depp, ist nicht der Idiot. Der Narr ist eine Karte für den Neubeginn. Und zwar für einen sorglosen Neubeginn. Du siehst ja, der gute Mann hat ein kleines Säckchen, mit dem geht er einfach los und die Sonne scheint ihm ins Genick. Er hat gar nicht viel Gepäck dabei. Er ist einfach im Vertrauen, dass das alles funktioniert. Der ist offen und sorglos. Der hat das Vertrauen, dass da was funktioniert. Also das ist eine schöne Karte, der Narr, wo ich sage, ja, da geht's noch mal los, aber ohne Gepäck. Na, ihr habt vielleicht hier einiges an Gepäck. Da bin ich schon wieder bei dem Berg, bei der Schlange, bei der Wolke. Der Sarg ist da, die toxische Lebenssituation bei ihm. Also irgendwie ist es für euch beide, glaube ich, wichtig, dass wenn er hier versteht, okay, ich habe einen Fehler gemacht, da müssen wir noch mal irgendwie schauen, dass man was retten kann, dass ihr beide mit möglichst wenig Gepäck in die neue Partnerschaft reingehen miteinander und dass ihr euch nicht dann ständig irgendwelche ja, Ereignisse oder Dinge aufs Brot schmiert, die ihr da mal hattet. Also das ist schon wichtig zu sagen, gut, lass uns Sachen beiseite schaffen, lass uns da nicht mehr drüber sprechen, was mal war. Wir wollen jetzt nach vorne schauen. Wir wissen beide, auf was wir zu achten haben. Und dann, ja, kann der Narr auch seinen Weg gehen. Na, also wir schauen mal, was wir da für Klärungskarten kriegen. Und auch hier die Störche. Da geht es natürlich um ja, Umbruch, Wandlung, um Leichtigkeit. Und die Störche, die stehen auch für eine positive Veränderung. Also die Botschaft vom Wunschpartner heute ist sehr gut. Er braucht ja dringendst eine positive Veränderung. Ne? Also er ist ja mal wirklich ganz unten angekommen. Und wenn ich in die Tendenzen hier reinschaue, der Neubeginn, das Sorglossein, im Vertrauen sein, dass es funktioniert. Die positive Veränderung mit den Störchen. Also auch hier eine schöne Karte. Und was kriegen wir noch, wenn ich frage, was ist denn da in der nächsten Zeit so Schönes zu sehen? Ja, da ist er und er schaut auch auf den Neubeginn.
Also das ist natürlich jetzt eine interessante Sache, wenn ich dir sage, dass ihr wirklich aktuell komplett unangekommen ist. Also da ist absolute Katastrophe, der komplette Zusammenbruch, da geht gar nichts mehr bei ihm, das hat er erkannt. Da bedarf es ihm nach Leichtigkeit, er weiß, wo er gerade ist, ist es überhaupt nicht gut. Da möchte er gerne, dass etwas sprießt, dass neue Energie vielleicht reinkommt bei euch. Und im Herzen weiß er auch, ihr gehört eigentlich zusammen. Aber es sind blöde Umstände aktuell, die kann man ja beseitigen, weil da schaut er ja schon auf den Neubeginn und auf die positive Veränderung mit guten Nachrichten. Ja, der Reiter, das sind die guten Nachrichten. Und auch noch hier das Ass der Stäbe, da geht es also auch um ja, die Chance zur, ich sag mal, Selbstentfaltung, da ist auch so ein bisschen die Risikofreude da, weil irgendwas muss er ja jetzt mal riskieren, um vielleicht auch mal wieder auf dich zuzukommen und vorzugsweise dann auch so, dass ihr beide zufrieden seid, dass du nicht wieder in den Herzschmerz, in die Sehnsucht, in den Liebeskummer kommst, dass ihr beide happy und glücklich in der Partnerschaft seid. Also es ist heute eine wunderschöne Botschaft vom Wunschpartner. Freut mich natürlich megamäßig, dass die Karten gut fallen für dich. Für ihn jetzt nicht, aber da kommt er schon raus, da muss er sich jetzt halt mal verändern, nachdenken, auf dich zukommen und ja, ich drücke dir von Herzen alle Daumen. Wie immer gilt für persönliche Readings, meine Nummer ist immer unten in der Infobox oder im ersten Kommentar und von daher, ja, bleibt gesund, seid lieb zueinander und wir sehen uns dann entweder im Mitgliederbereich zum großen Deck oder morgen beim nächsten Video. Ciao!